Es ist der 11. Juli 2023. Ich lese gerade einen Bericht über Tennis. Und da steht dann, dass da irgendeine Tennisspielerin oder Spieler eine Strafe bekommen hat wegen Schlägerwerfens. Also, mich hat das schon immer aufgeregt. Ich schaue Tennis nur sehr unregelmäßig. Aber warum, egal ob in einem Sport oder zum Beispiel, wenn man irgendwelche Spiele spielt mit irgendwelchen Konsolen und generell, wenn man gefrustet ist, wütend, warum wirft man dann mit Gegenständen, die immer Geld kosten, gleich wie viel? Dafür nichts können, weil was schwach ist, was dumm ist. Abgesehen davon, je nachdem, wie man die wirft, kann das ja auch andere Menschen treffen. Selbst wenn man alleine ist, auf dem Grundstück, irgendwo, warum wirft man mit Gegenständen? Es gibt ja so viele Videos im Internet. Jemand ist jetzt wegen dem Spiel gefrustet und wirft dann seinen Controller an die Wand, zum Beispiel in die Anbauwand, ans Regal oder so, hatte ich auch mal, mein ehemaliger Mitbewohner hat das auch mal gemacht. Das Ding ist, wie soll man darauf reagieren? Also die Wohnung, wir haben da zu zweit gewohnt, wir hatten jeder einen eigenständigen Mietvertrag, eigenständig, also gleichberechtigt, ein Großteil der Sachen da drin waren aber von ihm. Gesagt hätte, lass das, ja, dann hat er bei Kritik hat er halt aber dann wie wirklich wie ein dummes Kind, so uneinsichtig und so. Vor allem, das war nur ein Scheißspiel. Ich meine, ich gebe zu, ich wollte auch oft gegen ihn gewinnen, gerade weil er so blöd ist, aber teilweise. Aber weil er es war nur ein scheiß Spiel. Xbox. Das sind nur Spiele. Würde er mal denselben Elan zeigen gegenüber ja, allem Möglichen. Also vor allem gegenüber, was weiß ich, Leuten vom Jobcenter, vom Arbeitgeber, irgendwelche Leute, wo er nicht zufrieden ist. Der gespielt. In der Regel irgendwie Autorennen oder irgendwelche Kampfspiele. Also jetzt die ganz normalen, die legalen. So, und wenn er dann verloren hat, dann wirft man, also ich finde nur mental gestörte Menschen rasten aus, wenn sie irgendein Spiel verlieren. Wenn man jetzt Stress durch was auch immer hat, Jobcenter, Arbeitgeber, Polizei, Behörden, Gerichte, das muss man dann ausblenden. Weil dein Spielgegner kann in der Regel da nichts dafür. Und das ist nur ein gottverdammtes Spiel gewesen. So, hier beim Tennis ist es genauso. Das ist nur ein Spiel. Wenn die Leute da verlieren, geht da ihr Leben weiter, also das ist ja, da geht es ja nicht um Leben und Tod, klar, wenn du dann kein Preisgeld gewinnst, ist es nicht so schön. Den großen Leuten da wie Federer, der glaube ich aufgehört hat, Nadal, hier ist der Serbe, nicht Novakovic, das war mal Fußballer, ich komme jetzt nicht drauf, denen kann es egal sein, aber die haben genug Geld, ist es natürlich nicht egal, weil die wollen immer gewinnen und das ist ja auch okay, wer will nicht immer gewinnen. Wieso komme ich jetzt nicht auf den Mann? Da war er jahrelang übelst beliebt eigentlich so, der immer Späße gemacht hat, die manchmal mal ein bisschen aufgesetzt wirkten. Mir war der manchmal ein bisschen zu nahbar.
Ja, und dann wurde jetzt die letzten 2, 3 Jahre dieses Wort, ich komme damit nie so klar, aber ich werde das noch öfters verwenden, immer gegen die Leute, die das eben auch regelmäßig verwenden, umstritten. Warum? Da gab es, glaube ich, mal irgendwas mit 2020, 21, vielleicht sogar erst 2022 mit irgendeinem Veranstalten in Australien. Ob das die Australien oben waren. Naja, und dann durfte der da erst nicht einreisen und dann war es gerade so nach vielen Wochen hin und her oder so. Irgendwie. Ja, und seitdem, also. Ach, den genauen Hintergrund, der weiß ich jetzt nicht mehr, aber seitdem ist der Mann halt sehr unbeliebt. Er war früher mit der beliebteste Tennisspieler überhaupt, so bei den Anhängern. Tja. Ich komme jetzt wirklich nicht auf seinen Namen, sonst weiß ich das mal sofort. Also ich finde, das ist mit diesen Schlägerwerfen und alles so, was man damit vergleichen kann, das ist genauso krank und schwach, wie wenn man als Mieter oder wer auch immer, als Gast, als Besuch, als irgendeine Person eigentlich spielt, ob man da Mieter ist oder so, das spielt keine Rolle, wenn man Türen zuknallt. Zum Beispiel auch, ich besuche irgendeine Einrichtung, Rechtsanwaltskanzlei, Jobcenter, irgendeine Einrichtung halt bei meinem Arbeitgeber, also das Büro von meinem Boss. Die Lohnbuchhaltung oder was auch immer. Zahnarztpraxis und so weiter, wenn man da Türen zuknallt. Manche Leute wissen weder, wie man die richtig schließt, also wenn sie reingehen, noch wie man sie richtig schließt, wenn sie dann verschwinden. Man knallt keine Türen zu. Natürlich wirft man keine Tennisschläger irgendwie auf den Boden. Dann sollte man vielleicht mal einen Schrei rauslassen. Das werden vielleicht selbst kleine Kinder, die da sind beim Tennis, beim Zuschauerbereich verstehen können. Vielleicht auch nicht, dann hoffentlich teilen das dann die Eltern entsprechend mit den Kindern und sagen, warum dann die Erwachsenen da so rumschreien. Aber so Schläger rumzuwerfen oder so, das ist so sinnlos. Daran sieht man, dass es den Leuten eigentlich viel zu gut geht. Das macht man einfach nicht. Egal wie gefrustet man ist, sowas macht man nicht. Der Schläger kann nichts dafür. Am sinnlosesten und dümmsten finde ich, wenn Menschen generell auf ihr Hab und Gut losgehen, einschlagen. Warum? Das haben die alles mal bezahlt und selbst wenn nicht, warum? Irgendwie anders seinen Frust rauslassen, in die Natur gehen, einen Boxsack schlagen. Sandsack, keine Ahnung, irgendwas anderes, aber nicht so.